Hallo und gestern zurück zu CT6L in Neu-Monaco. Leider spinnt YouTube im Moment ein bisschen und ich kann keine Kommentare lesen, zumindest in dem Moment, heute am Abend nicht. Von dem her muss ich mich ein bisschen versuchen zu erinnern, was ihr mir so geschrieben habt. Und eines habe ich ganz genau gewusst, nämlich, dass ich hier beim Autobahnbauen einen Fehler gemacht habe. Den habe ich aber schon korrigiert vor der Aufnahme, nämlich hier die zwei Straßenstücke ersetzt, die sollten jetzt passen, da leider kleiner Clipping-Fehler, macht am nächsten Moment, weil, wie letztes Mal erwähnt, umschalten zwischen alles freigeschalten und nicht alles freigeschalten kann unter Umständen Abstürze verursachen, darum habe ich es vorher gleich gemacht. Was ist sonst neu? Also nichts gebaut, aber ich habe ein paar Mods dazu genommen, nicht viele, ich probiere das ganz, ganz langsam zu steigern, weil zu viele Mods installieren kann auch Probleme machen, stürzt das Programm beziehungsweise das Spiel ab und man weiß nicht genau, welcher Mod schuld ist. Die drei Farmen sind dazugekommen, beziehungsweise Bauernhöfe, je nachdem. Bananen, Zitronen und Datteln. Zitronen, ja, die sind sehr mediterran. Bananen und Datteln zugegebenerweise vielleicht noch weiter südlich angesiedelt, aber ich denke so schöne Limonen beziehungsweise Zitronenfarmen würden sich ganz gut machen, da so in der Nähe der Berge. Ich habe einen kurzen Probelauf gemacht in meiner Teststadt, wo ich so ein bisschen rumgespielt habe, aber ich bin einfach noch nicht zufrieden mit dem, wie die Farmen bei mir ausschauen. Ich möchte nicht einfach nur rechteckige Felder hinklatschen und fertig, sondern ja ein bisschen mit Deko und so weiter arbeiten. Da muss ich bis zum nächsten Mal mir noch was überlegen. Was wir dieses Mal machen werden, wenn möglich, ist eine Promenade. Allerdings, die Promenade ist, wo haben wir sie? Hier zu finden, unter den Lebensumfeld-Tab. Der wird erst bei 20.000 Einwohnern freigeschalten. Von dem her wäre das ein nettes Ziel für diese Folge, dass wir auf die Zahl kommen. Das heißt, eine normale Baufolge wird das wieder eventuell mit dem ein oder anderen Hotel, dass wir da verschiedene Varianten probieren und Autobahn bauen, werde ich versuchen, ab nächstes Mal wieder im Zeitraffer zu machen. Ich gebe zu, ganz offen und ehrlich, ich habe es einfach vergessen, dass ich das immer im Zeitraffer gemacht habe. So, das ist im Moment alles gesperrt noch. Ja, brauchen wir aber eh nicht. Uns genügen ja die hier. Was haben wir da gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube L... Ja, und was wäre noch gefragt? Eventuell die Häuser ein bisschen dichter bauen. Da gibt es ja auch den ein oder anderen Mod, werde ich dann nächstes Mal ausprobieren. Jetzt für den Moment werden wir einfach ganz normal die Stadt vergrößern. Und eben schauen, dass wir hier ein bisschen dichtere Zonen auch freischalten. Da haben wir dann, glaube ich, schon ein nettes Ziel. So, das müssen wir andersrum machen. Und ja, ein bisschen verwinkelter, beziehungsweise so einen Altstadtteil möchte ich irgendwie auch machen. Also ich habe sehr, sehr viel vor hier mit Neu-Monaco im Moment. Ziehen wir es einfach mal hoch, damit wir auf die entsprechenden Einwohnerzahlen kommen. Aber wir können dann gern ein bisschen detaillierter Hand anlegen. Ich habe so ein bisschen auch Städte angeschaut, wie andere Städte bauen. Wurde ja oft gesagt, schau dir mal die Map an oder die Map. Sind super tolle Sachen dabei, keine Frage. Allerdings haben wir natürlich das Problem, hier als Let's Play eignet sich das zum Teil nicht, so eine Designstadt zu bauen, weil da werden zum Teil ja wirklich, ja, will mal behaupten, hunderte Stunden investiert in die Maps und das habe ich natürlich nicht Zeit, vor allem während dem Let's Play, wenn ich dann eben reden soll. Ich glaube, das könnte unter Umständen ein bisschen langweiliger sogar werden. Auch wenn das Ergebnis eventuell sehr spektakulär ausfällt, wer weiß. Befürchte ich zum Zuschauen so eine richtige Designstadt bauen? Ja, glaube nicht. Vor allem mit den ganzen Dingen hier freischalten, da spielt man sowieso ganz anders. Da macht man das, wie heißt es, Einzelhaus-Platzierungsverfahren-Modus. Also hier auf dem anderen Modus, wo man nicht ganze Gebiete hochzieht, sondern die Häuser wirklich einzeln platziert. Da spielt man dann an nichts, da baut man wirklich eine Art Diorama. So, ja, was ich hier auf jeden Fall auch ansiedeln möchte, keine Frage, ist Hightech-Industrie.
Einen Hafen können wir auch bauen. Da habe ich mich auch ein bisschen drauf vorbereitet. Ich glaube, das sieht man schon. Wo war das dabei? Lass mich kurz überlegen. Hier, glaube ich. Ja, wir haben eine Menge Boote, die wir platzieren können. Also auf einen Yachthafen, so rum, sind wir bestens vorbereitet. So, jetzt müssen wir ein paar Arbeitsplätze schaffen für unsere neuen Einwohner und ein paar Ungelernte brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die haben wir da irgendwo an den aktuellen Stadtrand packen. Ja, freue ich mich schon aufs Umbauen. Wird sicher toll. So 10.000 wäre, glaube ich, mal ein gutes Ziel. Dass wir hier höhere Dichte haben, dann ziehen wir das einfach mal hoch für den Moment. Ohne groß zu planen. Das sollte man relativ schnell zusammenbringen. Dann werden wir eben verdichten. Ja, den Bedürfnissen der Leute müssen wir natürlich auch etwas nachkommen. Nur niedrige Steuern erledigt das Problem auch nicht. So sollte man schon langsam anfangen zu importieren. Im Moment würde ich mal sagen, direkt von der Omnicorp an die verkaufen wir entsprechend im Moment auch, würde ich sagen, Schwerindustrie und Produktionsgewerbe. Machen wir immer noch ein leichtes Plus. Ja, die Straßen in City6L sind sowieso immer und sofort verstopft. Ja, vor allem, so wie hier, super Beispiel, wie schon oft mal erwähnt, wenn man Kreuzungen zu nahe aneinander baut, hat man da sofort eine Problemstelle. Also die werden wir, glaube ich, ausbessern, dass der Verkehr halbwegs fließt. So, es fehlt an Unterhaltung, okay. Wie sind wir denn da mittlerweile aufgestellt mit Unterhaltung? Abgesehen davon, dass wir eine Menge Boote haben. Ich glaube, da haben wir nichts Neues dazu bekommen. Kommt aber auch bei 10.000. Aha, im Moment haben wir irgendwie gar nichts. Kann das sein? Haben wir gedacht, ein bisschen was hätten wir zumindest schon. Ja, dann braucht's den ersten Park, würde ich fast sagen. Können wir ja hier aus dem so eine Art Park machen, wo wir die ein oder andere Freizeiteinrichtung reinpacken. Eventuell sogar ein bisschen größer. Oder wisst ihr was, dann nehmen wir gleich die Kreuzung mit weg. Dann machen wir das hier. So. Na, ich finde da nie die passende Größe. So. Das heißt, der Teil kommt weg. Hier haben wir qualifiziert, dann werden wir das wieder auffüllen. So, und da kann man einen schönen Park draus machen mit Freizeiteinrichtungen, zu denen man eventuell sogar zu Fuß geht. Mal schauen, ob das funktioniert. Das könnte man eigentlich probieren, ob das geht. Fußweg da rein. Mal schauen. Und hier eine Freizeiteinrichtung. Ob er die akzeptiert, ist eben die Frage. Ja, ich glaube schon. Okay, super Sache. Dann können wir hier einen Park draus machen in Folge. Gut. Ja, dann bauen wir auf die andere Seite auch noch Wohnungen. Da nähern wir uns allerdings schon den aktuellen Waldrand. Das heißt, hier werden wir nach außen hin das ein bisschen mit Ausläufern auch machen. Aber wie gesagt, jetzt mal auf die 10.000 drauf. Wäre ein gutes Ziel. Perfekt. So. Das heißt, jetzt haben wir mittlere Dichte. Bei den Büros, da brauchen wir auch 20.000. Okay. Das ist eh ein gutes neues Ziel. So, wir hätten auch ein paar neue Business-Hotels. Könnte man natürlich auch so eine Art Business-Park, also in dem Sinn nicht Naturpark, sondern Technologiepark irgendwo dahin platzieren. So,
So, Business Hotels, da werden wir hier auch noch extra dekorieren. Und für die Freizeit haben wir was bekommen. Was haben wir da? Eine Bowlingbahn. Sollen wir die da mit dazu platzieren in unseren Park? Ja, warum nicht? Und haben wir da gleich auch ein paar Fußwege. Oder eine Fußgängerzone. Das sind... Ja, das wären so Fußgängerzonen. Die würden da fast ein bisschen besser passen. Wahrscheinlich das schafft noch irgendwie dran vorbeizuführen. Eher nicht. Dann kommt das nochmal weg. So schön breit. Na, was haben wir gehabt? 15. Schau, ich da irgendwie schafft, das da irgendwo anzuschließen. Ah, wird sich nicht ausgehen. Okay, dann machen wir es in dem Fall so. Genau, und bauen die jetzt nochmal hin und dann dekorieren wir ein bisschen. Also einmal so, einmal hier, warum nicht? Und ein bisschen Deko. Die Frage ist, was? Eine nette Mischung wäre natürlich was Tolles. Ja, das schaut eigentlich ganz nett aus. Und draußen herum ein bisschen grün, oder? Wobei natürlich grün hier sich nicht sehr stark unterscheidet vom Rest der Stadt. Noch nicht. Ja, warum nicht? Für mal ganz schnell hingezimmert passt mir das eigentlich ganz gut. Dann weitere Arbeitsplätze. Ist die Frage, ob wir das ein bisschen durchmischen sollen auch. Dann haben wir hier so ein Bürogebiet. Schaut dann auch meistens nicht so hübsch aus. Könnte man ein bisschen einen Mix auch reinbringen. Ja, überlegen wir uns alles noch. Beziehungsweise lese ich einfach eure Kommentare. So. Freie Stellen. Das heißt... Ah, da hätten wir ja auch schon höhere Dichte. Wo wohnen die denn momentan? Hier in der Mitte. Okay, dann geht's eh schon los mit Verdichten. Ich würde sagen, so wie ich vorher gemeint habe, Altstadtteil und so weiter, den können wir dann gerne auch künstlich anlegen, wenn ich die passenden Häuser habe. Ich habe da auch schon ein paar im Blick, die mir ganz gut gefallen. Also, freie Stellen, das habe ich natürlich verlesen und meinte irgendwie, Anna passt. Doch, freie Stellen. Also wir brauchen mehr Einwohner, keine Arbeitslosen. Okay, mich selber verwirrt. Ja, haben ein paar eben Häuser da im Blick, die wir da verwenden könnten. Eventuell können wir noch mal ein bisschen so das Mittelalter-Pack anschauen, ob da was Passendes dabei ist oder natürlich auch hier. Wer weiß, was wir da alles finden. Da sind sie, glaube ich, eh schon, genau, im mittelalterlichen Stil. Eventuell findet man da irgendwelche netten Sachen. Berggebäude eher nicht, würde ich sagen. Hier, glaube ich, haben wir nur die ganzen Strandsachen. Wie gesagt, gibt viele Möglichkeiten. So, jetzt haben wir natürlich hohe Arbeitslosigkeit bei den Ungelernten, aber das war relativ klar. So, sollen wir dann anfangen, das Ganze ein bisschen... nicht verschachtelt, da was das richtige Wort, was ich suche, verschlungener noch zu machen. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz nett. Probieren wir das mal hier an der Stelle. Haben wir den ganzen Block da weg. Nicht zu viel. Hoffentlich habe ich das nicht so viel abgerissen, dass wir... Na, sind wir natürlich wieder unter 10.000. Aber ich glaube, es bleibt freigeschalten, oder? Hoffe ich. Ja. Okay. Das war ja auch gewünscht.
Dann probieren wir das einmal, wie das ausschaut. Wobei natürlich die Frage ist, wäre es netter, wenn wir das eventuell irgendwo machen, wo es ein bisschen hügeliger ist. Ja, wir testen es jetzt einfach mal. Wir testen es und schauen, was rauskommt. Das wird vermutlich zu groß sein, dass da irgendwas funktioniert. Na gut, wir müssen ja nicht überall zwangsweise Kreuzungen hinbauen. Wir können zum Teil ja auch einfach die Straßen ein bisschen ins Leere laufen lassen. Und vielleicht auch ein bisschen kleinere noch verwenden. Einfach mal eine Testphase. Wie gesagt, ich werde es ein paar Stellen immer wieder unterschiedlich bauen, damit wir einfach sehen, wie das ausschaut, ob es gut ausschaut oder nicht. Da habe ich nichts mehr Platz. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ineffektiv aufgefüllt. Zählt das hier noch? Na, eher nicht, oder? Na gut, wenn wir das schaffen, jetzt auch vernünftig zu dekorieren, dann schaut es vielleicht nicht schlecht aus. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir können ja... Genau, das könnte man auch machen. Es müssen ja nicht überall Straßen sein. Dann probieren wir da was anderes. Was ist, wenn wir hier auch zum Teil Fußgängerwege verwenden? Eventuell sogar ein bisschen schmälere. Das heißt, hier kann man nur ja wirklich zu Fuß hingehen. Gibt es ja auch oft genug, dass man irgendwo einen Innenhof hat. Ja, dann machen wir das so. Ich probiere jetzt alle möglichen Varianten durch. Dann schauen wir uns das später in Ruhe an und entscheiden, was uns hier am besten gefällt. Eben, aber da wäre es jetzt wirklich toll. Ich glaube, den Mod muss ich wirklich installieren. Das mache ich nächstes Mal, dass mir die Häuser dichter aneinander bauen kann. Das schaut dann wirklich gut aus. So, und für den Moment dekorieren wir da und zwar wie? Was haben wir hier alles? Das ist alles noch Mittelalterplatz. Ein paar Parkplätze. Da gibt es ein paar Parkplätze, da oben vielleicht auch, wenn es nicht zu groß wird. Es füllt zu viel auf, so. Hier könnte man ein paar Parkplätze noch machen. Und dann, sollen wir schon so Richtung Palmen zum Teil gehen, so ein bisschen eben mediterran. Wir können sie ja mischen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Strandpalmen gleich loslegen, aber da keiner Platz innen drin. Ja gut, wird dann halt relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn wir das alles dekorieren wollen. Dürft ihr euch auch gerne dazu äußern, ob wir das eventuell anders lösen sollen. Sprich, wir suchen uns hier irgendein Muster, wie wir es machen wollen. Und dann werde ich das offscreen nachdekorieren. Im Moment ist mir alles noch fast ein bisschen zu grün. Aber das ändert sich, glaube ich, auch, wenn die Stadt etwas dichter wird. Okay, ein zweites Bürogebiet wäre noch interessant. Und weitere Hotels müssen wir dann auch noch bauen. Aber eben auf die 20.000 Einwohner würde ich gern kommen. Da werden wir hier noch eins machen. Ja, wird es eine schöne Experimentstadt, wo wir viel ausprobieren können. Ist eh immer ganz toll. Und vermutlich verkehrstechnisch die Hölle. Müssen wir schauen, dass wir bald zu Bussen oder Ähnlichem kommen. Wann wird denn das eigentlich freigeschalten? Müsste hier irgendwo dabei sein. Die Straßenbahn hätten wir schon. 50.000, okay.
Na gut, das dauert noch. So, nichtsdestotrotz bauen wir hier mal ein bisschen weiter. Okay, und jetzt werden die Leute natürlich mittlerweile einiges an Wünschen haben. Schauen wir mal, Gesundheitswesen, da passt's. Bildung haben wir hier so ein bisschen Randgebiet. Naja, Sicherheit haben wir noch gar nichts. Und da drüben gibt es auch keine Geschäfte. Da werden wir auch gleich nachhelfen. Können wir ja hier ins Bürogebiet ein paar Geschäfte bauen. Oder zumindest so an den Rand. Okay. Und dann sagen wir mal für Sicherheit. Hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die Reichweite da ist. Ich baue jetzt einfach mal da an die Hauptstraße eine Polizei und dann werden wir ja sehen. So, irgendwas, was wir noch verkaufen können. Jawohl. Landwirtschaft. Ja, das wäre dann eh das nächste, dass wir eben selber ein bisschen was produzieren oder importieren. So, was haben die für Probleme? Hat keine Angestellten. Okay. Naja, glatt. Kann das sein, dass ich hier Ungelernte rein platziert habe? Genau, wo ich eigentlich Qualifizierte machen wollte. Gut, ist relativ schnell ausgebessert. Werden wir, glaube ich, auch machen. Weil ich habe gesehen, Ungelernte haben jetzt einen riesen Überschuss. Wollen wir auch nicht. Ja. Okay, schon besser. Sehr gut, wenn wir sogar noch ein paar mehr brauchen. Dann werden wir noch ein paar Gebiete austauschen, vor allem so Richtung Strand runter. Ja, und bitte auch gerne kommentieren zum Thema, passt das, wenn wir jetzt noch eine Zeit lang in Neu-Monaco bleiben und da unsere ganzen Ideen umsetzen oder wollt ihr eine andere Stadt auch sehen? Also New York kann man gerne zwischendrin mal machen von den alten, sag ich mal, ich weiß es nicht, was ihr da haben wollt. Da bitte gerne äußern. So, ich glaube, das ist das verpackte Gebäude, kann es sein. Ja. Einfach bitte gerne mitteilen. Was sollen wir uns wieder anschauen? Wo sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Bin für alles offen. So. Na, die 20.000 werden wir nicht mehr ganz schaffen in der Folge, oder? Vermutlich nicht. Ja, ein paar freie Stellen für Ungelernte hätten wir eigentlich noch. Tauschen wir so ein kleines Gebiet aus, beziehungsweise bauen wir noch ein Hotel oder so. Okay, kleine Hightech-Industrie, das ist auch schon super. Ist die Frage, wo wir die ansiedeln. Können wir allerdings ein bisschen durchmischen vielleicht mit dem Bürogebiet, das wäre eigentlich auch ganz okay. Und ein weiteres Hotel. Ja, der Wald ist natürlich sehr, sehr dicht, keine Frage. Aber wir können es ja auch so machen, dass wir hier so ein bisschen eher Palmengebiet haben und dann geht es so in einen dichten Wald über. Warum auch immer der da ist. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch ein anderes gestalten. Braucht ungelernte Arbeitskräfte, okay. Kommt das mal weg und wir bauen ein neues Hotel. 4-Sterne-Hotel können wir irgendwie da hinten reinmachen. Kleine Straße. Haben wir das letzte Mal auch verwendet, ich glaube. Wie sollen wir es denn diesmal machen?
Also wir testen das jetzt einfach mal. So, nicht wundern. Ich möchte nämlich hier in dem Fall was versuchen, wie sich ein Parkplatz nämlich macht. Wobei Parkplätze gibt es, glaube ich, auch als eigene Mods. Nicht nur als Dekoration, sondern wirklich zum Hinplatzieren oder was. Eine Parkgarage kann auch sein. So, und hier eben wieder entfernen. Dann haben wir so einen kleinen Parkplatz. Und von dem geht man dann in dem Falle zu Fuß. Könnte man natürlich auch im schlimmsten Fall mit dem Auto hinfahren, aber ist nicht gewünscht. Zum Hotel. Ist jetzt hier alles ein bisschen gerade. Behauptet jetzt einfach im Nachhinein, das war Absicht. So, 4-Sterne-Hotel. Okay, und dann dekorieren wir hier auch noch ein bisschen. Das Hotel hat vielleicht so einen kleinen See. Das ist aus Holz, das schaut eh nett aus. Dann machen wir hier den See hin. Falls ich das Wasser finde, da. Die hier ist wieder weg, weil da möchte ich ein bisschen Abstand haben. Okay. Und mit was dekorieren wir hier? Haben wir da was Passendes? Bisschen dunkel vielleicht. Okay, schaut im Prinzip gar nicht so unhübsch aus, wenn man zum Teil vielleicht hier ein bisschen dichter das hat. Ja, mal schauen, ob man das noch irgendwie gut aufteilen kann. Mal schauen, ob das genügt als kleiner Trick. Wie gesagt, um mich nochmal zu wiederholen, geht einfach drum, lässt sich leider nicht aufteilen, okay. Geht einfach drum, rauszufinden, was gut ausschaut. Dann lassen wir es so, dann haben wir da unten ein bisschen frei, oben machen wir einfach was anderes hin, was weniger dicht ist, genau. Sehr schön. Okay. Probier es jetzt einfach mal so aufzufüllen. Mal schauen, wie das ausschaut. War eigentlich auch nicht so schlecht. Na, mal schauen, was da so rauskommt. Okay. Passt für den Moment. So, dann brauchen wir noch ein paar Ungelernte, Unqualifizierte. Ich verwechsel das immer noch nach all den Jahren. Ungelernt und qualifiziert. Okay. Ja, unqualifiziert wäre auch falsch, keine Frage. So, genau, haben wir jetzt richtig erwischt. Zum Glück. Schauen, ob wir jetzt schon genug haben mit dem neuen Block. Könnte sich ausgehen. Sehr gut. Okay, ja, dann machen wir eine Pause an der Stelle. Ich würde sagen, kommentiert mal ein bisschen zu den ganzen Fragen, die ich gestellt habe. Bisschen verschlungen oder nicht. So ein bisschen alles einzeln dekorieren oder nicht. Offscreen oder live. Wie schaut aus mit den Parks, wie gefällt euch
Das neue Hotel ist ja eher so ein bisschen businessmäßiger, nicht ganz so traditionell wie das. Promenade werden wir dann nächstes Mal machen, freue ich mich schon drauf. Und ich werde auch ein bisschen experimentieren in der Zwischenzeit mit dem Thema Farmen. Das gehen wir dann auch an, dass wir hier den ganzen Bedarf decken können. Ja, und sollte man wieder Autobahn bauen, probiere ich das im Zeitraffer zu machen. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk und baba.